heißt Schlawiner 18. Das hört mir jetzt erst auf. Schlivana. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Battle Black Ops 3. Wir spielen mit einer neuen Waffe, und zwar mit der Shiva. Oder Shiva, ich nenne sie Shiva, das hört sich einfach cool an. Eine halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das heißt, wie eine Fall-DSW aus Black Ops 2. Zwei Schüsse und der Gegner ist tot, egal wo. Das könnte ein wenig OP werden, aber wir schauen uns mal an, wie die Waffe so ist. Vielleicht ist sie ja... Das stimmt, dafür muss man schon... Oh, das Zivil, das Zivil, genau. Das Visier gefällt mir. Wir spielen leider wieder auf... LOL, ich bin immer, ich habe zweimal getroffen. Doch. Eigentlich schon, ne? Oh, lol. Da habe ich meinen letzten Boost wohl nicht gerade sehr sorgfältig genutzt. Wir spielen leider wieder auf Haunted. Tut mir leid. Da ich eigentlich für Evac gestimmt habe. Okay, ich treffe nicht immer, aber wenn ich... LOL. Das war ein richtiger Sniper. Krass. Ah ja, die Sniper muss ich auch noch zeigen, die Drakon. Genau. Die ich ja Drache eigentlich nenne, weil ich finde, Dragon hört sich besser an als Drakon. Drakon hört sich so... Hätte ja irgendwie... Keine Ahnung. Wie Drache falsch geschrieben, wie Dragon falsch. Drakon. Oder Kokon, keine Ahnung. Verbündete Drohne nähert sich. So. Ach, das geht ja nahtlos übereinander an den Ecken. Das wusste ich noch gar nicht. LOL. Nice one. Hat er die Lokos? Ja, er hat die Lokos, habe ich gesehen. An dem Lauf. Der ist nämlich spiralförmig. Das ist echt schwer mit der zu spielen. Na klar, man braucht Skill dafür, den habe ich jetzt einfach nicht. LOL, Auto. Alles klar. Drei gekillt erstmal, nice one. Alter, ein ganzer Friedhof ja hier schon, ey. Leck mich am Arsch. Beweg mal deinen Arsch, ey. Also. Ach so, die spawnen hier. Ja gut, da hat sich auch gerade gedacht. Hm, hier ist bestimmt einer. Hm, nee, doch nicht. Oh, ich liebe Gung-Ho, dass man dabei laufen kann. Das ist so geil. Das hätten wir schon viel früher als Perk benutzen können. Oh, hier ist bestimmt einer drin. Feindliche Drohne gesichtet. Geh mal vor, genau. Leck mich am Arsch, der hat eine Schrot. Ey, wirklich. Kaum bin ich in den Closed Quarters Bereich. Es gibt eine Schrotflinte auf einmal. Kommt da einer mit einer Schrotflinte? Bin ich in einen offenen Bereich? Sniper. Also wirklich, es gibt. Scharfschütze. Oh. Was, wo? Oh, da oben. Oh, ich hab das Messer. Scheiße. Schrotflinten, Sekundärwaffen? Aber MW2 oder was? Sowas wie, die. Wie hießen die nochmal? Die Schrotflinte? War das die? Die Ranger auch. Spaß 12, die war auch, sekundär? Beim. Echt, das wusste ich schon gar nicht mehr. So, laufen wir da weiter. Das stimmt. Sekundärwaffen, Raketenwerfer sind wirklich Sekundärwaffen. Jawohl. Scheiße. Mann, ey. Ich versuch's ja, sie zu töten. Was mit Schlawiner 18? Ha! Nur ich hab erst gelesen, statt tiefer Fall Titan. Oh Gott. Nein, ich hab's wirklich erst aus Versehen gelesen. Oh, es stimmt. Borderlands, lässt grüßen. Lol. Borderlands lässt grüßen. Und schon wieder eine Schrotflinte. Der hat eine Schrotflinte und das Sniper. Der hat Primärwaffe drauf. Wie evil ist. Wie evil ist das? Oh, Running Gag mal wieder auf diesem Kanal. Ein neuer. Bei Black Ops 3 ist es wirklich ein Running Gag. Nee, das. Der nächste bitte. Lol. Der nächste wird auch gehen.
Der nächste bitte. Oh, Königsmörder. Dieser Sniper-Schrotflinten-Typ. Oder ja, dieser Outrider mit der. Nee, ich glaube, der heißt sie nicht mehr Overkill, oder? Die Wildcard? Ich weiß es nicht. Feindliche Konterdrohne in der Luft, Radar offline. Na, ich glaube, Primärwaffe. Übertötung. Wow. Scheiße. Na, okay, gut, kann sein. Kann wirklich sein. Also mit Overkill, das weiß ich bei Black Ops 2 noch, aber ich glaube, hieß es. Ich guck mal her mal nach, aber ich glaube, du hast recht. Dann war das mein Fehler, sorry. Das stimmt. Und ich würde mal, ich habe ja noch zwei Tokens, die könnte ich auch mal für neue Perks ausprobieren. Denn davon gibt es ja auch noch ein paar neue, wie zum Beispiel Sechster Sinn und Aufspürer. Und auf... Erledigt. Da könnte ich genauso gut das... Oh, ich dachte, ich hätte eine Pistole. Ups, mein Fehler. Da könnte ich ja ganz genau diese 5.7 oder dieser B32R-Verschnitt, den es ja hier auch gibt, die RK-15. Aber erst ab Level 22, ist ein bisschen weit hin. Alter, wie der geleckt hat, ey. Wenn der mit Namen nicht Dubstep heißt, ich guck gleich mal nach, ob es einen mit Dubstep gibt. Und Spaß, ich lach mir die Eier, wenn da einer wirklich irgendwas mit Dubstep heißt. Ich würde sagen, es war die Gurkentruppe. Der guckt nämlich so rum, versteht ihr? Oder hat ein Gurken-Internet, keine Ahnung. Oh, lol. Hellstorm unterwegs. Ja, ich weiß, aber ist mir scheißegal, was ihr alle denkt. Was ihr alle denkt, ist mir kackegal. Feuerwerk, oh, jetzt schon wieder Sess oder was hier? Oh, fuck. Flupp. Weg war. Oh, geil, wie das aussah. Erstmal schön warten und dann kam er wieder. War da ja gerade... Scheiße. Ja, ich weiß. 7 zu 16. Also wie gesagt, die Tode sind mir eigentlich scheißegal. Dafür gibt es ja keine Minuspunkte. Das wäre krass. Genau. Aber ich möchte wenigstens ein bisschen Level haben, damit ich euch was zeigen kann. Oh lol, Doppelkill. Das ging diesmal ganz schön schnell. Oh, sogar mit der Shiva Level 3. Nice. Genau wegen der Zerstückelung. Nein, weil, weiß ich, es ist einfach so, keine Ahnung, Borderlands 1. Aber ist ja nicht schlimm jetzt, ich find's ja lustig. Wie das aussah gerade. Da hat sie einfach mal die Hand gehoben und durch. Feindliche Drohne gesichtet. So, komm, Messerkill jetzt aber. Feindliche Vorräte über uns. Nein, da war ich der letzte Kill. Mehr Erfolg beim nächsten Mal. Oh, das ist peinlich. Scheiße. Mit der Kuda mit Schalldämpfer. Boah, wir haben mich schon gesehen. Lass mal irgendwo hinschießen. Da ist dich auf dem Camper. Ich glaube, der hat auf das Camperzelt gefahren. Gott. Ja, ob da einer drin ist? Das wäre voll witzig als Easter Egg, wenn da einer, wenn man da rein könnte in die Camper zählt. Erstmal campen. Kann man sich so hinlegen. Für jeden Abschuss kriegt man dann so ein, keine Ahnung, so ein nur wenig Punkte. No Skill oder Noob Camper oder so. Oh shit. Okay. Ja, ein paar wenig Punkte leider. Ein paar wenig Punkte. Gut. Wir sehen uns. No-Skiller. No-Skiller, genau. 5 Punkte, 4. Ja. Das wäre witzig. Ja, wir sind in der nächsten Folge. Ich guck mal, ob ich was Neues freigeschaltet habe, aber ich glaube nicht, außer die Shiva war ja jetzt nichts Neues. Nee. Da krieg ich denn die Vespa. Level 25. Level 28, die neue M8A1, die M8A7. Ach, die dritte Schrotflinte gibt's nicht. Hier auch nicht und hier auch nicht. Doch, hier gibt's noch die P06. Level 40. Alter. Da unterscheide ich mich über Spectre frei als ein Scharfschützengewehr. Wer bin ich denn, ey? Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Battle Call of Duty Black Ops 3. Mal schauen, welche Waffe ich dann spiele. Ich finde die Shiva ganz in Ordnung. Ich werde die auf jeden Fall behalten. Mit Visier geht die wahrscheinlich mehr ab.
Schnellerer Wechsel zur Zielvorrichtung. Ja, das ist wichtig bei so einer Einschusswaffe. Und mit Visier ist sie auf jeden Fall wahrscheinlich wichtiger. Die Waffen sehen so fett aus. Ja, ne? Finde ich auch. Vielleicht schalte ich mir mit den nächsten Freischalt-Token mal vielleicht was. Na, eine EMP brauche ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht hier. Ne, Semtex und so ist mir auch. Ein neuen Perk oder vielleicht eine neue Wildcard. Oh, was gibt's da denn? Wen seine. Oh, okay, das recht. Eine neue Primärwaffe, zweite Waffe oder. Da ist Primärwaffe! Ach, das war das. Ah, da habe ich das verwechselt. Okay, gut, ja, alles klar. Gut, wie gesagt, bis zum nächsten Part. Bis morgen, haut rein und ciao. Ups.